So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Stardew Valley. Tag 2 im Sommer von Jahr 1. So, wollen wir mal gucken. Wetter, wie wird denn morgen das Wetter? Das morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Dann Wahrsager, was sagen die Geister? Die Geister sind heute sehr glücklich. Das ist super. Wenn ich richtig liege, ich habe zwischen gestern und heute mal eine Pause gemacht, weil mir halt meine Stimme wegging. Aber wenn ich richtig liege, über Nacht doch eigentlich ein Geräusch gehört. Da hatten wir ein Geräusch gehört. Dem gehen wir heute auch gleich mal nach. Zack, 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 zack. Ja, die brauche ich ja nicht. Die werden durch den Sprinkler, ja selber gegossen. Zack, 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 dab, 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 dab. Schade, ich hatte gehofft, dass das eine Feld wenigstens noch wird, aber anscheinend nicht. Ich glaube, das wird auch eine der ersten Sachen sein, die ich mir upgraden werde, die Gießkanne, beziehungsweise auch die Hake, weil man spart sich dann ein bisschen eventuell Zeit. Da oben links sieht man schon, was passiert ist. Es ist ein Meteorit runtergekommen. Ne, hier, dieser nette kleine Meteorit, der da liegt. Das war das Geräusch, was wir gestern gehört haben. Den können wir leider nicht wegräumen. Und der liegt da zwar nebenbei auch ziemlich scheiße, muss ich sagen. Weil man braucht dafür eine bessere Spitzhacke. Was natürlich die Sache noch ein bisschen nerviger macht. So. Das waren dann alle Blümchen. Gegossen. Und guck mal, fast die ganze Energie weg. Genau, hier. Ne? Wenn ich raufhaue, deine Spitzhacke ist nicht stark genug, um sie sonst zu zerbrechen. Ne? Na, komm her. So. Hm? Ja. Da sieht man mal, ne? Es können auch Meteoriten hier runterkommen. So. Einmal schnell das bisschen, was hier eh zu viel liegt, mal wieder platt machen. Zack. Sollte eigentlich, ne? Eigentlich haben wir dann so erstmal all die Sachen wieder auf Standard gebracht. So, die Spitzhacke ist nicht stark genug. Aber hierfür. Dann hier die Axt. Da die Ding. Hier. Ja, immer schön gucken, dass wir hier das so auch frei halten. Zack. Oh, ein großer Baumstumpf. Ups. So, zack. So. Zumindest bis wir ein bisschen weniger Energie haben, mache ich jetzt mal
den ganzen Spaß hier fertig. Ne? Je mehr wir hier nämlich auch abernten, desto mehr Heu haben wir dann später auch schon als Startheu, sage ich jetzt mal, für unsere ersten Tierchen. Ne? Weil müsste ich eh mal gucken, wie teuer die noch mal waren. Die Farmen, Gebäude. So. So. Mehr werden wir nicht machen. Aber wenigstens ein bisschen weiter freigeräumt. So. Schmetterlinge. Ja, die Bäume wachsen auch schon gut. So, so, so. Den schmeiß ich erstmal nur da rein. Werde ich erstmal nicht brauchen. So. Okay, die Geode können wir noch aufmachen. Ups. 2, 3, 4, 5 und 1. Dann hauen wir hier nochmal eine Runde Eisen in den Ofen. Schmeißen einmal das weg und nehmen nur das mit. Und gehen mal in die Stadt. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Würmer, wo halt dementsprechend wir ja eh eventuell noch ein paar Sachen rauskriegen. Ah, stimmt. Eis kann man ja jetzt hier kaufen. Ich gebe heute Vincent und Jess etwas Nachhilfe. Sie könnten können anstrengend sein, aber es ist schön, ihr im Leben anderer etwas mitzubewirken. So, Werkzeuge verbessern zum Beispiel wäre hier 2000, da 1000. Da müsste ich mit der Gießkanne hierher, um zu gucken, wie viel das mich kosten würde. Sandstein. Sandstein hatten wir noch nicht. Den können wir gleich mal hier in der Bibliothek abgeben. Oder dem Museum spenden, heißt es ja. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem nächsten Tisch an. Was haben wir da? Sandstein, ein gewöhnlicher Steintyp mit rotem und braunen Streifenbildung. Also ordentlich haben wir schon mal was. Edelwicke mitnehmen. Zack. Brauche Karpfen für ein Experiment. M. Rasmodius, Zauberer. Nehmen wir an. Ich glaube sogar, ich habe noch einen Karpfen. Ich glaube, ich habe in meiner Fischkiste noch Karpfen. So, erstmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ja, hier Karpfen, ne? Karpfen wollte haben. Frage ist, komme ich hier jetzt so schon nach unten? Sieht schlecht aus. Da muss ich wirklich mal so einen Weg runterbauen.
dass ich da schneller, also nicht diesen Umweg bauen muss, laufen muss. Weil wenn ich den Weg von meiner Farm nach Süden hier genommen hätte, würde ich hier oben rauskommen. Hier, bei diesem Weg. So, gucken wir mal, ob er zu Hause ist. Hoffe ich mal. Ja, ist er. Moin. Wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast, lass mich in Ruhe. Ich habe viel Arbeit vor mir. Hier, dein Karpfen. Nein, ich will den nicht essen. Ah, der Gegenstand, den ich wollte. Deine Arbeit ist zufriedenstellend. Hier deine Entlohnung. Lohnt sich. Naja. Naja. Apropos, wächst hier an der Seite eigentlich wieder irgendwelche besonderen Pflanzen oder wächst hier jetzt gerade mal nichts? Das müsste ich mal kurz gucken. Oh, da ist eine Gewürzbeere, die nehme ich mit. Gewürzbeere mag ich. Nee, hier wächst gerade nichts. Weil hier haben wir ja Lauchzwiebeln zum Beispiel. Waren das Lauchzwiebeln? Ich glaube, Lauchzwiebeln waren das. Her. Ne? Und dementsprechend kann hier natürlich auch hin und wieder was anderes liegen. So, der Maushutverkäufer da. Ist auch noch da. Ja. Und noch eine Würzbeere. Warte mal, was fehlt mir eigentlich jetzt? Nee, stopp, hier. Da nichts, da nichts, da nichts, da nichts, da nichts. Nope. 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 Hier fehlen mir noch zwei Sachen. Warte mal, das ist Herbst, das ist Winter, das ist Dings. Ich glaube, das war Frühling, das ist Sommer gewesen. Okay, dann habe ich das tatsächlich sogar schon. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Okay, dann rennen wir einmal wieder nach Hause. Hi. Money. Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Oh. Also Shane? Hier? Wenn ich das richtig sehe, hier, Shane ist der Neffe von Manny. Interessant. So, gehen jetzt auch alle langsam nach Hause. So, das sind zwei Blumen und eine Sammlung. Ja, hier Blumen. Und einmal zum Sammeln. Nee, eine Frucht ist das. Stimmt, eine Frucht. Einfach damit ich hier genug davon habe. Kann ich irgendwas noch herstellen, was ich brauchen könnte? Nee, nee, nee. Also den könnte ich schon herstellen, ja, aber mache ich noch nicht, weil ohne Hühner bringt die Mayonnaise-Maschine nicht. Mayonnaise.
bestimmt eine Krabbenreuse, könnte ich herstellen. 3 Eisen und 40 Holz. Holz haben wir ja mehr als genug. Geh auf der andere Link. Und 3 Eisenbahnen habe ich auch. Guck mal. Weil dann kann ich, habe ich hier schon mal eine Fischreuse. Ne? Und die Fischreuse, die kann man nämlich dann auch noch eigentlich mit müsste man die mit Köder füllen und am nächsten Tag nachschauen. Dafür müsste ich aber Köder erstmal haben. Wobei, stimmt. Stimmt, das machen wir jetzt schnell noch. Komm, das machen wir jetzt schnell noch. Einmal Köder herstellen. Das mache ich jetzt schnell heute, an dem heutigen Tage noch. Wir haben viel im Ozean. Und wir haben auch im Süßwasser. Süßwasser ist, glaube ich, beim Fluss direkt. Aber ich glaube, ich werde die Fischreuse einfach mal zum Meer bringen. Wobei, weißt du was? Ich muss eh jedes Mal hier mit rein und so. Deswegen füllen wir hier einfach hin. Neben dieser Brücke. Und schauen mal, was morgen dann so da in dieser Fischreuse zu finden ist. Weil ich muss ja eh immer wieder da lang. Wenn ich zum Schmied zum Beispiel muss oder zur Bibliothek. Deswegen können wir das dann da auch machen. Hör auf zu pfeifen. So, warte. Ist schon wieder der nächste fertig. So. Wie gesagt, das macht ein bisschen Sinn, dann das zu machen. So. Und ab ins Bett. Noch einer? Kann das sein? Letzte Nacht gab es ein Erdbeben. Oh, okay. So. Aber bevor wir mit dem Tag hier anfangen, würde ich sagen, war's das für heute mit Stardew Valley. Und ja, mal schauen, was das für ein Erdbeben war. Wer weiß. Und ja, dementsprechend schaut morgen wieder vorbei, wenn es dann weitergeht, hier ja, an dieser Stelle.